So, hallo und herzlich willkommen bei Goch History meets Street Art, Gocher Geschichten. Heute zu Gast Franz von Well. Wie war es denn damals, als du 14 Jahre alt warst? Es gab doch damals mal eine Milchbar. Ab Ende der 1950er Jahre, da gab es in der Gocher Gastronomie etwas Besonderes, nämlich die Milchbar. Die Milchbar war ein Gastronomiebetrieb, in dem ursprünglich nur nicht alkoholische Getränke, häufig auch Speiseeis, serviert wurden. Und in den 1950er und 1960er Jahren war das Interesse an den Milchbars am größten. Hier trafen sich die Jugendklicken, denen die angestammten Eckkneipen der Eltern zu altmodisch vorkamen, oder auch Liebespaare beim Bananen- und Erdbeershake. Ja, und dann in den 1950 und in den 1960er Jahren waren diese Milchbars, auch Eisdielen, bestimmend für das Lebensgefühl vieler Jugendlicher, ein Ort, an dem sie unter sich sein konnten und erste Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht machen konnten. Und Ende der 50er Jahre entstanden dann in Goch drei Milchbars. Es begann 1958, als die Eheleute Irma und Willi Bremer im Hause Frauenstraße 10 eine Eisdiele mit Milchbar eröffneten. Und für die Bedienung der jugendlichen Gäste sorgten damals Loni und Herbert, und die beiden sind den heute inzwischen in die Jahre gekommenen früheren Gästen noch ein Begriff. Dann gab es Anfang 1959 auf der Kleberstraße eine Milchbar, nämlich von Elfriede und Walter Oberhaus. Und ab 1960 bestand dann auf der Vossstraße Nummer 95 die Capri Bar. Eine Milchbar mit Eiskaffee der Familie Giordano. Wir gingen in die Milchbar, um Musik zu hören. Die Musikbox machte es möglich. Die Schlager verschwanden, es kamen dann die fetzigen Rock'n'Roll-Rhythmen, und um unsere Musik zu hören, trafen wir uns am Sonntagsnachmittags in der Milchbar auf einen Eisbär-Shake. Und dann die Frisuren. Bei den Mädchen waren Pferdeschwänze und hochtupierte Haare modisch, und bei den Jungen, da waren die Haare kurz und akkurat gekämmt, der Scheitel gerade, und der Nacken und die übrigen Ränder, die waren scharf rasiert. Und zur Befestigung klatschen sich dann viele Jungen die Haare mit Wasser auf den Kopf. Und einige drückten dann noch in die glatten Haare eine Haarkante und eine scharfe Welle in die Frontpartie. Gel gab es damals noch nicht. Ja, und wer dann besonderen Wert auf Akkuratesse legte, der festigte dann seine Frisur mit Pomade, Vella Flott und Brisk, um nur einige zu nennen, die damals auf den Markt kamen. Ja, auch ich festigte meine Haare mit Wasser und drückte in die Frontpartie ein Küfchen, wie die Welle seinerzeit genannt wurde. Und beim Weg in die Stadt hielt ich dann meinen Kopf immer gegen den Wind, um die Frisur zu schützen. Aber es half nichts. Als ich auf der Vossstraße war, da waren die Haare trocken und das Gebilde fiel dann zusammen. Aber später schaffte dann die Pomade Abhilfe. Dann die sonntägliche Bekleidung der Jungen, die bestand aus einem Anzug. Dazu trug man dann eine Krawatte, die so gebunden sein musste, dass nur ein kleiner Knoten entstand. Und hierdurch ergab sich eine unverhältnismäßige Krawattenlänge, und ein großer Teil dieses Schlipses, wie man es damals nannte, der wurde dann in die Hose gesteckt. Und dann wurden Slipper oder Wildlederschuhe getragen, die am Absatz mit kleinen Metallplättchen befestigt waren. Und dadurch entstand dann beim Laufen ein Geräusch, auf das der Träger dieser Schuhe ganz besonders stolz war. Der spazierte dann wie ein V-Hahn durch die Stadt und alle schauten hinter ihm her. Aber dann zurück zur Musikbox. Ja, die Musikbox, auch Jukebox genannt, das ist ein Automat, in dem man durch Einwurf von Münzen Musik abspielt. Heute wird man so ein Gerät als Massenspeichergerät bezeichnen. Für 20 Pfennig wurde ein Titel gespielt,
Für 50 Pfennig konnte man drei Titel hören. Oftmals kannte man den Namen der Titel überhaupt nicht. Dann fragte man immer, wenn man eine Musik gehört hatte, was ist das für eine Nummer? Dann sagte der Agent, P5, das war House of the Rising Sun. Ja, und dann fuhr man zur Milchbar mit dem Moped. Das Moped wurde da auffällig postiert und verlieh seinem Besitzer einen hervorgehobenen Status. Wichtig war aber die Marke. Die legendäre Kreidler Florette, Hubraum 49 Kubikzentimeter, das war der chromglänzende Traum eines jeden Jungen und ein Statussymbol. So eine Kreidler, die kostete 1962 schon stolze 912 D-Mark. Dafür musste man lange sparen. Und neben den Maschinen von Kreidler, da sah man auch Modelle von Zünder, Hercules und Honda. Und damit konnte man schon bei der holden Weiblichkeit Eindruck machen. Das typische Zweitakterknattern und der durchdringende Geruch, der verliehen den Maschinen eine ganz besondere Aura. Und die Krönung eines Mopeds war ein großer Nummernschild. Ein Zeichen dafür, dass man auch damit auf der Autobahn fahren durfte und ein Fuchsschwanz, der am hinteren Sitz befestigt wurde. Und erforderlich für dieses große Nummernschild war lediglich der Führerschein der Klasse 4. Den konnte man bereits mit 16 erwerben und dann hieß es, der darf mit dem Moped auf der Autobahn fahren. Aber da ist er nie gefahren, weil die nächste Autobahnauffahrt damals erst in Duisburg war und niemand dahin fuhr. Aber aufgrund meiner finanziellen Situation blieb für mich ein solches Moped ein Traum. Ein Sparziel, das ich nie erreicht habe. Und mit meinem alten Holland-Fahrrad der Marke Rixe, da waren die Chancen bei dem Mädchen schon durchaus geringer als bei den Mopedbesitzern. Ja, und Ende der 60er Jahre ließ dann das Interesse an den Milchbars nach. Der Trend führte dann in Goch zu den Diskotheken, die seinerzeit eröffnet wurden. Die Milchbars wurden teilweise als Gaststätten weitergeführt und schließlich der Betrieb eingestellt. Okay, vielen Dank.